Trigema. Ein deutsches Textilunternehmen in Familienhand. Der Patriarch Wolfgang Grupp, seine Frau Elisabeth und die nächste Generation, Sohn Wolfgang oder Tochter Bonita. Wer hat das größte Talent? Wer übernimmt das Unternehmen? Jeden Morgen sitzen sie zusammen. Der Generationswechsel steht an. Wenn der Junior das Rennen macht, gibt es dann noch das gemeinsame Frühstück? Ich glaube, es wäre schön, wenn wir immer weiterhin auch irgendwie zusammen essen. Ich glaube, das ist auch, oder Zeit miteinander verbringen, das ist auch naheliegend, wenn man hier auch wohnt. Wolfgang Grupp. Wen wird er zum Nachfolger machen? Okay, das ist auch okay. Gut. Seinen Kindern will er eine profitable Textilmarke vermachen, die deutschlandweit bekannt ist. 1200 Mitarbeiter, vom Stricken übers Färben bis hin zum Nähen, verarbeiten sie Baumwolle. Sein Hauptgeschäft, Sportbekleidung. Sie verkaufen die Ware ohne Zwischenhandel, zum Beispiel in eigenen Flagship-Stores, direkt an den Kunden. Was habe ich gerade gesagt? 100% Qualität. 100% made in Germany. Wer auch immer das Unternehmen leiten wird, darüber soll es im Hause Grupp keinen Streit geben. Casting, wer kann es besser oder nicht, darf es bei mir nicht geben. Beide müssen dieser Verantwortung problemlos gewachsen sein. Und für mich ist es nur klar, wo die Lebenswege der Kinder hinführen. Wenn meine Tochter irgendwohin heiratet, dann entfällt natürlich die Position, Trigema weiterzuführen. Und wenn keines der Kinder weggeheiratet wird, dann spielen Talent und Ausdauer des Nachfolgers doch eine größere Rolle. Meine Tochter begleitet ja das E-Commerce und möchte ich jetzt mal sagen, hat sich jetzt dadurch, dass das natürlich auch ein fremder Teil in unserem Unternehmen war, hat sich dann da sehr zielstrebig auch ihre Abteilung aufgebaut. Ich würde jetzt mal sagen, das ist schon auch ein Talent, das man dann haben muss. Ja. Bonita Grupp leitet ein Team von Marketing-Experten und kann einige Erfolge vorweisen. Zwar geht der größte Teil der Ware in den Firmenshops in den Verkauf, aber der Onlinehandel wächst, auch der Anteil der internationalen Kunden. Online hat in den letzten Jahren schon stark zugenommen. Aktuell dieses Jahr werden es ungefähr 15% des Vertriebs sein. Wir sind zusätzlich gerade dran, auch im B2B-Bereich, da wir ja auch viel Corporate Fashion machen für Kliniken, Ärzte, Firmen. Auch für diesen Bereich bauen wir aktuell einen separaten Online-Shop auf. Ja, die Menge hier ist immer sehr gut. Sohn Wolfgang zeigt hier, was er kann, in der Produktion und beim Projekt Industrie 4.0. Seine neueste Idee, dieses Tablet. Dort sollen die Näherinnen die Mengen und Stoffteile ablesen, die gerade genäht werden müssen. Und nicht nur das. Wir erwarten, dadurch circa eine Produktionssteigerung von Effizienzsteigerung von bis zu 10%, weil man einfach eine klarere Transparenz hat. Ja? Und man merkt auch, dass die Leistung konstanter wird. Ja? Also nachdem man jeden Tag sieht, okay, was ist meine Leistung, kann ich sie schneller korrigieren, wenn ich was falsch mache, weil ich dann eine schnellere Transparenz habe. Mein Sohn kann unglaublich gut Mitarbeiter motivieren, auch für Innovationen in der Firma. Und das ist, sage ich, ganz wichtig. Macht Ihnen Spaß, jetzt in der Linie zu arbeiten. Ja, in der Linie zu arbeiten. Wer darf künftig die Anweisungen geben? Die beiden Kinder wollen keinen Streit im Hause Grupp beim Generationswechsel. Mein Bruder und ich, wir verstehen uns so gut und wir ergänzen uns auch gerne. Und deshalb haben wir da eben auch nicht den Konkurrenzkampf, weil wir das einfach gelassen angehen können. Denkbar ist für sie auch, der eine bekommt die Geschäftsführung und der andere eine wichtige Leitungsfunktion. Doch die große Familienvilla geht nur an den künftigen Chef. Das Kind, das die Firma bekommt, bekommt natürlich auch das Anwesen gegenüber auf der anderen Straßenseite. Das ist eine Einheit. Für Tochter Bonita Grupp ist klar, sollte sie das Rennen machen, würde sie das Anwesen innen etwas umdekorieren. Viele Familienunternehmen haben Probleme, Nachfolger zu finden. Hier gibt es gleich zwei.